Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Hallo nochmal zurück. Wir sind nochmal beim Coronavirus stehen geblieben. Ja, was ist passiert? Das weiß, glaube ich, jeder selber ganz genau. Es gibt kein Klopapier mehr in Deutschland. Das Schlimmste für einen Deutschen ist, wenn er am Virus stirbt, dass er kein Klopapier im Hause hat, glaube ich. Zumindest das ist mein Eindruck dabei. Und ja, es gibt aber noch durchaus mehr, was passiert ist. Wir haben unsere Erfahrungen jetzt gemacht in guten zwei Wochen, anderthalb ziemlich starke Wochen mit Corona. Und vor allem, wir gehen davon aus, dass der Lockdown, also der Shutdown, kommen wird, Ausgangsverbote wird es jetzt geben, gehen wir ganz stark von aus. Ja, was heißt das für dich als Immobilieninvestor? Was ist das für dich, für deinen Immobilienmarkt? Was hast du zu erwarten? Unsere Einstellung oder meine persönliche Einschätzung dazu ist einfach ganz klar. Wohnraum geht immer. Wie heißt es so schön? Gewohnt wird immer. Das heißt, ich gehe davon aus, wer jetzt in den klassischen Wohnimmobilien investiert ist, hat nichts verkehrt gemacht, hat kein Risiko oder kaum Risiko dabei. Es wird immer Wohnraum geben. Es wird immer Wohnraum gefragt sein. Klar, man kann jetzt durchaus sagen, in der Lage mehr, in der anderen Lage weniger. Die Ausstattung ist mehr gefragt momentan als eine andere Ausstattung. Welches Geschoss? Das ist durchaus richtig, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist man mit Wohnimmobilien auch in den Zeiten von Corona überhaupt nicht schlecht aufgestellt. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass es immer noch die beste oder mit die beste Investitionsanlage ist, die es auf jeden Fall gibt. Gewerbebereich, ja, Gewerbe ist sowieso ja, da ticken die Uhren anders als im Wohnraum. Aber da ist natürlich das Risiko, wenn man jetzt unterwegs ist, in Branchen, die momentan ja von irgendwelchen Auflagen, von irgendwelchen Schließungen betroffen sind, ist das momentan sehr ungünstig. Im Wohnraum gibt es aber auch Einschränkungen dabei. Und zwar, das stellen wir auch selber fest, wir haben mehrere Investoren, die gehen auf Messe-Apartments. Da haben wir in mehreren Standorten in der Nähe von Messen halt möblierten Wohnraum mit ein bisschen Service dabei. Dadurch, dass jetzt alle Messen abgesagt werden und ausfallen, ist natürlich halt die Nachfrage nach diesen Wohnungen auch ziemlich, ja, fast bei null. Wir haben ein kleines bisschen an Fluktuation da drin, noch ein bisschen was noch rein und raus geht. Aber das ist überhaupt kein Vergleich dazu, was sonst ist. Wir haben sonst bei denen eine Auslastung um die 80%. Jetzt kommen wir auf gerade mal 20. Das ist also wirklich, also Business Apartments oder diese Service Apartments, Messe Apartments. Das ist im Bereich Wohnraum momentan nicht gefragt. Wobei ich das auch nicht als klaren Wohnraum nehme, weil das ist schon ein spezieller Bereich, wo ich drin bin und nicht der klassische leere Wohnung, die ich vermiete, Langzeit, sondern welche Kurzzeitmiete. Und damit bin ich auch sofort bei jedem Auf- oder Abschwung auch sofort immer mit dabei. Ja, was hat das jetzt für Folgen für den allgemeinen Immobilienmarkt? Also wir gehen stark davon aus, oder meine persönliche Sache oder meine persönliche Empfehlung ist, Kriegskassen füllen. Es wird bald, je nachdem, wie lange diese Krise hier andauert oder wie lange die Corona-Geschichte andauert, wie lange Schließungen andauern, umso höher ist die Chance, dass günstige Immobilien schnell auf den Markt kommen und schnell bedient werden müssen. Ich habe selbst wohlgemerkt, wo ich mich befinde, ist der Standort in Essen. Essen ist im Ruhrgebiet im Nordrhein-Westfalen. Wir haben seit Dienstag, hat die Stadt Essen verboten, dass Gastronomiebetriebe öffnen dürfen. Ich habe am Donnerstag den ersten Anruf vom ersten Gewerbebetreibenden gehört. Der hat mich angerufen und hat gesagt, pass auf, du bist doch Makler, verkauf mir bitte mein Objekt. Das ist ein Investor, der betreibt selber Restaurants und ist investiert nur in Restaurants. Der malt sich aus, was passiert, wenn die aktuell, glaube ich, bis zum 19.04. die Schließung festgesetzt ist. Die Option, dass es länger wird, ist sehr wahrscheinlich.
Der hat mich am Donnerstag, also sprich 2 Tage nachdem die Verfügung im Amt war, hat er mich angerufen und mich nach einer Bewertung gefragt und gefragt, ob ich dafür Käufer hätte, weil wir auch als Makler tätig sind. Ich gehe davon aus, das ist nur der allererste, das ist eine kleine, allerkleinste Spitze vom Eisberg. Ich gehe davon aus, es werden noch mehrere Folgen. Wir gehen davon aus, dadurch, dass die Schließungen von Geschäften, dadurch wird es wahrscheinlich Kurzarbeit geben, Arbeitslosigkeit, eventuell kommen Leute in finanzielle Situationen, wo sie ihre Raten nicht mehr bezahlen können oder ähnliches. Ich gehe davon aus, dass wenn die Rezession oder allgemein die Situation sich noch ein bisschen länger hinauszieht, es wird auf jeden Fall wieder günstige Immobilien am Markt geben. Das wird nochmal so einen kleinen, ähnlich wie bei der Börse, wahrscheinlich so eine Rücklage geben, mit einem starken, sehr sportlichen Abfall einmal nach unten, schnelle Bodenbildung und dann wieder nach oben ziehen. Immobilienpreise kennen ja schon, ich weiß mal, seit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nur eine Richtung, einen Schnur gezogen nach oben. Jetzt erfolgt eine kurze Korrektur. Korrektur aber nicht aufgrund des Marktes, nicht aufgrund einer Überbewertung, Korrektur aufgrund dessen, dass es jetzt bestimmt einige Leute, selbstständige Betreiber gibt, die dringend frischen Cash brauchen oder die halt einfach Verbindlichkeiten haben, die sonst nicht bedienen können. Daher, mein Tipp ist auf jeden Fall aktuell Buy and Hold zu gehen, Kriegskassen füllen und Augen und Ohren offen halten. Das ist aus meiner Sicht eine Situation, die wird sich sehr, sehr schnell einspielen. Und da muss man sofort quer bei Fuß stehen. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass momentan halt Buy and Hold total gut gehen wird. Heißt für mich in der Konsequenz aber auch, Fix und Flip ist momentan, glaube ich, ja, nicht gefragt. Wenn ich mir überlege, dass ich Unsicherheit habe. Das heißt, ich weiß nicht, gibt es meinen Arbeitgeber noch im halben Jahr, gibt es meinen Job noch im halben Jahr, gibt es mich noch im halben Jahr bei der Firma. Dann ist, glaube ich, die Zeit, wo ich vielleicht eine Immobilie kaufe, nicht die beste. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt ähnliche Gedanken hätte, lieber dann sagen, pass auf, ich bleibe noch lieber ein halbes Jahr, ein Jahr länger zur Miete wohnen und gehe dann erst in meine eigene Wohnmobilie. Und das ist ja der klassische Markt von Fix und Flip. Das sind ja die Eigennutzer, auf die man es absieht. Und ich gehe stark davon aus, die, die momentan vernünftig sind, würden die größte Investition ihres Lebens, ist es ja die Immobilie, war sehr, sehr wahrscheinlich zurückstellen, bis auf Weiteres. Das heißt, bis Corona überstanden ist, bis der Impact von Corona ausgestanden ist und dann noch vielleicht 6 Monate on top oder sowas, bis man wirklich sicher weiß, okay, die Wirtschaft funktioniert wieder, Weltwirtschaft lebt wieder, der Motor brummt, Deutschland brummt. Die Börse muss das natürlich auch widerspiegeln. Das ist immer ein sehr guter Indikator, die Börse. Das heißt also, momentan bin ich bei Fix und Flip, sehe ich das Problem. Der Abnehmer oder die Zahl der Abnehmer wird momentan mit jedem Tag der Krise deutlich drastisch abnehmen. Daher würde ich mir momentan mit Fix und Flip ehrlich gesagt gar nicht groß beschäftigen, weil ich davon ausgehe, dass die Nachfrage aufgrund der Unsicherheit ja stark, stark, stark zurückgehen wird. Ja, soweit die kurze Einschätzung zum aktuellen Immobilienmarkt. Nächste Folge, da gehen wir aufs Thema Finanzierung ein. Jede Immobilie soll ja gut finanziert sein. Und daher natürlich auch ganz wichtig, wie man jetzt da dran kommt und ja, was aus meiner persönlichen Einschätzung momentan dabei gegeben ist. Also hör auch gerne in die nächste Folge rein.